Und weiter geht's im Bio-Stichduell. Gucken, ob wir noch drei Kämpfer hier am Start haben. Nehmen wir Vision mit ins Boot, wa? Was sagt ihr? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Nehmen wir Vision, Junger, Naut und Abomination und gucken einfach mal, was so geht, ob wir packen. Nicht so wie im letzten Let's Play, da haben wir ein bisschen abgekackt. Von daher müssen wir mal gucken, wen nehmen wir. Ich würde sagen, wir nehmen den hier in der Mitte. Klar, das wird natürlich auch extrem schwer für uns. Aber müssen wir einfach mal gucken, ob wir das eventuell packen. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn irgendwie was geht für uns. Werden wir sehen, müssen wir gucken. So, dann wird als erstes geblockt. Oha. Jetzt reicht es aber, Kollege, hier. Vision ist auf jeden Fall ein extrem cooler Kämpfer, macht auf jeden Fall richtig Laune, mit dem Action zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, KO, den Kampf haben wir gewonnen. So muss es laufen. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht, aber das werden wir natürlich dann später erst erfahren in der nächsten Runde. So, jetzt zocken wir ihn Magic mit unserem jungen Naut. Gucken, was geht. Oder Juggernaut, sagen wir es so. Jetzt bleibt mal ein bisschen locker, Magic. Oha, jetzt haben wir auf jeden Fall Jani aufgepasst. Jetzt kriegt sie unseren Special ab. Zack, zack. Koma-Kelle und dann sind wir auch gleich durch, hoffe ich. Komm, nochmal blocken. Oh. So, schönes Ding haben wir gewonnen. Von daher haben wir den Gesamtsieg schon mal in der Tasche. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob wir den letzten Kampf auch noch für uns entscheiden können. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn wir es hinkriegen. Müssen wir gucken, was Abomination hier gegen Iron Man so reißen kann. Wie gesagt, checken wir jetzt Glamour ab. Als erstes wird ihr blockt. Ah, macht er natürlich auch. So, aber bis jetzt sieht es eigentlich relativ nice aus für uns. Ich werde natürlich meinen Special-Balken erstmal voll lassen, dass wir den dann zum Schluss einsetzen können. Finde ich immer am sinnvollsten, macht dann nur am besten oder am meisten Laune. Außerdem sieht es optisch auch am coolsten aus, wenn man mit einem Special den Typ K.O. hämmert. So, so muss es laufen. Schönes Ding, den Sieg haben wir in der Tasche. So, ja, den perfekten. Besser kann es nicht laufen. Schönes Ding, geile Sache. So, dann nehmen wir auf weiter. Und sind doch erstmal wieder durch. So, schönes Ding. Die perfekte Serie haben wir in der Tasche. Jetzt können wir natürlich hier auf weitergehen. Sammeln alles ein. Und sind doch erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.